Möchtest du ein Intro machen? Ja, gerne. Jetzt haben wir Radiologie. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich überhaupt jetzt anfangen soll zu filmen, weil es mir heute echt scheiße geht. Letzte Woche war ja meine Prüfungswoche und die lief sehr gut. Ich habe alle Prüfungen bestanden und ich bin auch mit jedem einzelnen Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Also da bin ich auch wirklich extrem stolz auf mich. Aber es ist bei mir immer so, dass ich die Woche nach so einer krassen Prüfungsphase sehr durchhänge. Und sehr erschöpft bin, einfach weil so der Stress von mir abfällt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass wenn ich so eine stressige Woche hatte, ich dann Zeit habe, im Bett zu liegen, auch noch krank bin, dass ich anfange, über bestimmte Sachen nachzudenken, über die ich vielleicht nicht nachdenken sollte. Wie gesagt, ich habe gerade wirklich ganz oft überlegt, ob ich die Kamera raushole oder ob ich es einfach sein lasse und diesen Vlog doch nicht veröffentliche. Aber letztendlich möchte ich euch nicht nur durch meine Highlights mitnehmen, sondern ich möchte euch zeigen, wie es mir wirklich geht. Bei mir hat gerade das Modul Radiologie begonnen. Das habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen im Intro. Genau, ich hatte jetzt die Tage ein Befundtraining. Das ist ein Seminar, was wir nachmittags haben, ab und zu. Und ja, da sind wir in so einem Raum, wo halt PCs sind und jeder hat dann so einen eigenen PC. Und dann können wir uns da die CT-Bilder anschauen und die durchscrollen. Und da wird uns dann im Allgemeinen erstmal so das Programm erklärt, wie man das überhaupt verwendet. Und das ist echt ganz interessant, finde ich. Ja, so dieser physikalische Aspekt dahinter, das liegt mir nicht so ganz. Morgen habe ich den ganzen Tag einen Strahlenschutzkurs. Und der ist auch sehr wichtig, dass ich den mache. Morgen Abend ist eine ganz besondere Veranstaltung, nämlich der MHH-Ball. Diesmal ein Maskenball. Kann man das sehen? So sieht das aus. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was ich anziehen soll. Mal gucken, ne? Aber auf jeden Fall kriege ich morgen Besuch von Lea aus Aachen. Ich freue mich so, so doll. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr sie. Sie kommt gefühlt in jedem meiner Videos vor. Lea studiert im ersten Semester Medizin in Aachen. Und wir haben uns über YouTube kennengelernt vor einigen Monaten. Und wir haben uns sehr gut angefreundet und uns auch schon ein paar Mal getroffen. Und ansonsten wollte ich euch ein bisschen durch mein Radiologie-Modul mitnehmen. Und euch einfach mal ein bisschen sagen, wie es mir gerade so geht, auch wenn es vielleicht gerade ein bisschen bedrüppelt ist. Ich muss auch dazu sagen, dass man ja auch nicht alles auf YouTube teilt und dass jetzt nicht die Prüfungen, also der Stress der Prüfungen der alleinige Grund ist, warum es mir gerade nicht gut geht und ja, dass ich krank war. Es sind immer auch private Dinge, die dazu führen, die man natürlich nicht immer so gerne teilt, aber wenn ihr euch Videos anschaut, behaltet das im Hintergrund, dass man nicht alles teilt und dass man häufig ja auch nur die Highlights teilt, was ja auch irgendwie teilweise gut ist, weil man möchte euch ja auch motivieren, man möchte ja auch nicht die Leute runterziehen, wenn die Videos schauen, das ist ja gar nicht das Ziel. Ich möchte nur, dass du dich nicht irgendwie blöd fühlst, wenn du mal das Gefühl hast, oh, Lea kriegt alles so gut hin und die rasiert hier eine Prüfung nach der anderen. Ja, aber ich zeige nicht alles, was dahinter steckt und ich zeige vor allem nicht immer, wie es mir wirklich dabei geht. Deswegen als kleiner Reminder. Ich wollte noch mal kurz sagen, dass das jetzt hier auch kein Weltuntergang für mich ist. Es wird mir wieder gut gehen, aber jetzt im Moment ist es so und ich versuche das dann auch einfach anzunehmen und zu akzeptieren. Die Tage, wo es mir einfach nicht gut geht, das ist okay, das gehört dazu. Und es wird auch wieder bergauf gehen. We've got a perfect storm. We don't care about the second wind. Something else to take form. Someone else to keep us warm. Oh, we're learning where to aim. And
still learning all the ways to love, but forget it just the same, with only ourselves to blame. Hallo, ich habe ja schon erzählt, dass wir heute zum MHH-Ball gehen und ich habe jetzt Besuch da. Ich habe auch schon erzählt, wer es ist, deswegen ist es keine Überraschung mehr, aber... Hallo! Da ist ja, oh Gott, was ist das da? Licht, das ist ja richtig schlimm. Hä, wie kriege ich das weg? Soll ich aus dem Bild rausgehen, oder? Ja. Boah. Ah, nee, müssen wir anders hin. Soll ich mein Käsebrot mitbringen? Ja. Nein, hä? Wo ist denn mein... Jetzt ist es weg. Ich bringe mein Käsebrot mit. Wir haben uns gerade schon fertig gemacht. Nervt dieser Streifen da. Ja, wir haben uns schon fertig gemacht. Ich zeige gleich mal im Spiegel, wie wir aussehen. Und jetzt warten wir auf die Gäste, weil wir noch mit ein paar Leuten hier vortrinken. Vortrinken, Und dann gehen wir zum Ball und ja, ich hoffe, wir können da auch ein bisschen was Schönes filmen. Ja, sofern meine Handykamera das irgendwie mitmacht. Naja, ist ja auch egal. Also, ich hatte heute meinen Strahlenschutzkurs und was soll ich sagen? Das Einzige, was ich mitgenommen habe, war, Strahlung ist schädlich. Das war's. Naja, irgendwie war mir nicht so gut, mir war ein bisschen schlecht und es war sehr physikalisch. Kein Wunder, dass mir schlecht geworden ist. War wohl ganz gut. Ja. To say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Willkommen an der Medizinischen Hochschule Hannover. Frühstück im Bett. Wie so ein altes Ehepaar. Wirklich? So. Oh, Frau Lea Primara bekam von mir mein altes Zellbio-Skript, weil ich dir dazu mal sagen muss, Zellbio, man fragt sich echt, was mache ich hier eigentlich gerade im ersten Semester? Ja, ich lerne Zellen auswendig. Da hatte ich selber bestimmt Apoptose öfter. Also, ihr wisst schon, im Grunde, wenn man sich selber zerstört. Aus meinem Studium, ich stand mal mit Lea auf der Brücke. Also, Brücke ist bei uns... Ging es euch so schlecht? Nein, wir sind nicht gesprungen, nein. Wir standen einfach... Ich werde nie vergessen, wie Lea da stand, die sonst mal ja ruhig ist und ich mich immer eigentlich laut abfacke. Lea kam da raus, ich hasse Zellen! Boah, stimmt, stimmt. Und kannst du das Licht noch ausmachen? Tschüss, Wieland. Tschüss, Monika. We go out. Kannst du das yes. Licht noch ausmachen? Er nimmt sogar die Chips mit. Der Räudige. Ich habe kein Outro gefilmt. Und jetzt? Jetzt müssen wir das Outro filmen. Was reimt sich auf Outro? Outro. Okay, ciao. Düsseldorf. Das Video bis bald, war spannend. Ciao, Kakao. Flowey Powie. Mein Gehirn ist heute durch. Flowey Powie ist von Bibi Blocksberg, ne? Echt? Schubier und Flowey Powie, oder? Das sind diese zwei anderen Hexen. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ich will ein Outro drehen. Ciao, Leute. Tschüss.